Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon und Wonderful Life. Und Anne ist immer noch da. Du musst, glaube ich, ein bisschen lauter sprechen. So laut vielleicht auch nicht unbedingt. Aber wenn du zu leise redest, hört man dich nicht und dann denkt man vielleicht, ich spreche mit mir selber. Nee. Tue ich beim Let's Playen sonst nie. So, was haben wir denn beim letzten Part gemacht? Ja, ich habe aber das Gefühl, auf der Weide ist jemand weniger. Stimmt ja! Wir werden Tatjana los. Lalalalalala. Endlich niemand mehr, der mir dazwischen blökt. Aber es dauert noch ein Weilchen. Du sitzt auf einem Ei. Wer bist du? Und ich sollte zwischendrin vielleicht ein bisschen atmen. Yesha. Wieder produktiv wie E&D. Und jetzt setzt sich ein anderes Huhn drauf. Toll. So. Und weil jemand meinte, er hätte gehört, dass Eier, also dass Hühner, die auf einem Ei sitzen und zappeln, dass die Eier dann befruchtet sind. Nein, das ist ein normales Ei. Ein nicht befruchtetes. Und Yesha hat gezappelt. Diese Henne hier hat nicht gezappelt, weil es nicht ihr Ei ist. Anna. Anna hat sich einfach auf ein fremdes Ei gesetzt. Schämlich. Schämlich, Anna. Das geht ja mal gar nicht. So. Hallo, Funk. Komm mal mit, du. Hahn. Du, Hahn. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Ist ja ein Hahn. Ein Hahn im Korb. Einziger Hahn. Einziger Mann. Hier. Bei den Hühnern. Ja, sonst ist noch DK da. So. So, wer ist DK? Wer ist Anne? Anne, wer bist du? Schauen wir mal. Obwohl, brauche ich gar nicht schauen. Hören wir mal. Ne, DK. Wusste ich. Ich wollte dich nur verwirren. Ja, genau. Nee, halt, komm. Komm mal wieder her. So. Nee. Das ist noch nicht nah genug am Teich. So, jetzt. Was? Weil sie mir zugelaufen sind. Die wohnen jetzt bei mir. Sie kriegen bei mir Futter. Und sie haben einen Unterschlupf, wenn sie, wenn es regnet. Warum sollten sie wegfliegen? Sie haben hier einen Teich zum Schwimmen. Einen eigenen Teich, ja. Einen eigenen. Das ist so, wie wenn du ein eigenes Haus hast. Ja, doch, ist vergleichbar, denke ich mir mal. Oh, Wang. So viel zum Thema Wang kommt heute. So, ich brauche, ich kaufe schöne viele Sachen bei ihm. Nicht, denn ich verkaufe schöne Sachen. Er kauft meine Sachen. So. Und Dünger. Da muss ich auch mal wieder einen neuen kaufen. Ich habe ja nur noch 13 Stück. Kann ich noch 3 Tage mit auskommen und dann habe ich noch eins übrig. Na. Du hörst die Musik? Schön. Auf Dauer ist sie ein bisschen anstrengend. Ein bisschen. Berito? Beritoma. Was ist damit? Ja, ich gucke jetzt mal. Ich gucke jetzt mal. Okay, Moment. Haze! Erinnert mich gerade so ein bisschen an das Pferd aus Rapunzel. Nur ist er nicht so schön weiß.
Du sagst, hey, ist es nicht cool? Nein, nicht so. So, ich guck mal, was bringt denn der Beritoma? Oder, nee, es war Beritoma. Ja, ich möchte es verkaufen. Nein. Dann pflanze ich ihn lieber an. Verkaufen wir die Wolle. Nein. Ja. Sehr schön, sind wir schon bei 12.000 Gold. Ja, aber wir tasten uns langsam ran. Es geht einmal 30.000, einmal 60.000. Was wir sparen müssen. Aber so... Nee, aber sobald die... Bananen hier reif sind... Ein goldenes Ei. Sobald die Bananen soweit sind, kann man die Samen verkaufen. Und damit viel Geld machen. Das bringen... So, das bringen generell, Blumensamen mehr als die eigentliche Frucht. Ja. Voll logisch. Vor allem, wenn du dann bei Vesta die Samen kaufst, sind die billiger als die Früchte, die du dann bei Wang verkaufen kannst. Schon seltsame Geschichte. Das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt. Gucken wir mal nach jemandem. Ja, sie frisst erstmal hier alles leer, es sei denn. Ja. Sie frisst das hier noch leer, das hier und das hier und danach fängt's an. Dann beginnt der Countdown. Na du? Jetzt meckert sie, weil sie schläft. Die mäht so laut, ey. Das ist so anstrengend. Ich kann mich natürlich auch geirrt haben und sie gibt noch Milch. Ich warte mal, bis sie aufwacht. Aber... Ich meine, ich bringe sie ja nicht um. Du lässt sie verhungern. Ja, ich lasse sie verhungern. Hey Vivi, guck mal. Guck mal, hier stirbt jemand. Nein, noch stirbt sie ja nicht. Siehst du, das ist hier eigentlich nicht ihre Futterbox, ne? Das ist ja eigentlich Hollys Futterbox, ne? Und sie geht da kackdreist dran, obwohl in ihrer noch was drin ist. Wo gehst denn du hin? Vivi? Jetzt schiebt er mich kackendreist weg. Was machst du denn? Also ich sehe ihn noch ziemlich gut. Und das war's mit... Noch sehe ich dich. Ich sehe dich immer noch. Jetzt sehe ich dich immer noch. Jetzt nicht mehr. Mein Kind ist weg! Oh mein Gott, da! Da ist er! Und starrt vor sich hin. Was machst du? Oh, er will auf den Arm genommen werden. Arm? Arm? Was willst du denn machen? Kuscheln! Oh, und jump. Und jump. Und jump und huch. Oh, du magst Papi, das freut mich. Und Papi arbeitet jetzt weiter. Jack, der Farmer, ist übrigens 16. Nein, in dem Falle Mero. Die Figur, die hier. Die heißt eigentlich Jack und der ist 16.
16. Und hat ein Kind. Ja, fast wie 16, oder? Ja. Ja, Alter. Nee, die ist auch... Es sind nicht 4 Jahre später, es sind 2 Jahre später. Ich weiß es nicht. Aber Vivi ist doch nicht 4 Jahre alt. Ja, weil wir haben Vivi ziemlich zeitnah nach der Hochzeit bekommen. 9 Monate, wie normal halt. Ich weiß es nicht. Ich will da mich jetzt auch nicht festbeißen an irgendwelchen Fakten. Das finde ich so cool, das habe ich immer eine Zeit lang gemacht, wenn ich privat gespielt habe. Man kann hier einfach so über den Pfosten springen. Wenn man im richtigen... Da. Wenn man im richtigen Winkel drauf... Das ist cool, Mann. Doch. Natürlich! Du lachst mich aus, wie alle anderen, die mich immer auslachen. Doch, ich weiß es. Ich gehe jetzt zu Tartan. Herein! Oh mein Gott, eine zweiköpfige Pflanze! Ach, hallo! Hallöchen! Ich verhungere, habt ihr alle was zu essen? Nein. Es gibt wohl keine andere Wahl mehr. Übrigens, brauchst du etwas? Frag ruhig. Ich möchte gern was gemischt haben. Und zwar... Daddy Tomat und eine glückliche Lampe. Yo. Kombinier das mal. Ja. Ja, ich kann aber jetzt nichts dran ändern. Ich habe hier an dem Computer nicht mal Lautsprecher. Das war zu kurz. Ha. Chi. Jetzt kann ich diesen Samen ganz jährlich anpflanzen. Ich hatte dies schon mal zuvor. Berito-Masam, richtig? Nee, Berito. So viel dazu. Nein. Obwohl, ich mache mal eine Kartoffel und eine Erdbeere. Nein. Probier mal. Und Anne, was machst du so? Also, ich komme aus Berlin. Ich hab frei. Ja, ich hab auch frei. Obwohl du ein Jahr jünger bist als ich. Es liegt aber nicht daran, dass ich doof bin, sondern dass Anne Schnellläufer ist. Ja. So, was kam jetzt vor? Ich habe eine seltsame Pflanze gezogen. Das ist vielleicht ein Paberita-Samen. Da steht nichts. Nein, ich möchte nicht noch mehr kreuzen, denn ich habe nichts mehr. Wann kann man euch denn pflanzen? Paberita. Herbst bis Frühling. Schnell. Schnell ist gut. Wir haben jetzt den 3. Frühlingstag. Dann pflanzen wir euch noch mit an. Aus dem Weg, Flumpi. Schnell. Uns rennt die Zeit davon. So. Und hier. Noch gießen. Ach, den anderen können wir ja auch pflanzen. Den hier. Der ist ja jetzt jede Jahreszeit. So, und Gießkanne. Nix, du spielst mir nur zu viel an den Stiften hier rum, die hier rumliegen. Ja. Ja, gießen mache ich dann im nächsten Part.
Ich gehe jetzt speichern, denn wir haben schon einen ziemlich langen Aufnahmemarathon hinter uns mit einem anderen Spiel. Ja, ihr werdet es dann sehen. Die Leute, die sich das dann auch ansehen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Au revoir.